Hier sind wir wieder bei PlaySample und ihr seht ja schon, was wir hier machen. Wir spielen heute einmal Überleben. Wie lerne ich Minecraft oder wie lerne ich Überleben? Da ich ja immer kreativ gespielt habe, habe ich gar keine Ahnung davon groß. Aber ich habe gedacht, wenn ich mir das jetzt beibringe, ne, dann versuche ich das einmal zu lernen. Und wenn ihr mich auf die Reise des Wie lerne ich Minecraft begleiten wollt, dann freue ich mich. So, jetzt gucke ich einmal, wie das denn auch Tag und Nacht? Die Sonne, die bewegt sich. Oh, okay. Dann haben wir nicht viel Zeit. Denn wie die Zeit in Minecraft ist, ist folgendermaßen. In Minecraft vergeht die Zeit 72 mal schneller als in der echten Welt. Jeder Tag dauert 20 Minuten. Auf 10 Minuten Tag folgen 1 Minute 30 Sekunden Abenddämmerung. Die Nacht dauert 7 Minuten und die Morgendämmerung wiederum 1 Minute 30 Sekunden. Dann wieder Tag und das ist der Minecraft-Tageszyklus. So, wir fangen jetzt an. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, um uns die Sachen zu bauen. Also, als erstes 4 Baumstämme. 2, 3, oder müssen das alles die gleichen sein? Warte mal, ich mache den vorsichtshalber nochmal mit. 4, so, dann im Menü, dann haben wir automatisch, hier in der Ecke können wir einmal auswählen, Bretter. Die machen wir, die 16 Stück, das heißt, wir drücken jetzt einmal da drauf, nochmal da drauf, nochmal und nochmal da drauf. Jetzt haben wir 16 Bretter. So, jetzt können wir uns hier aussuchen, was wir jetzt herstellen sollen. Eine Werkbank. So, Werkbank hergestellt. Werkbank da drauf. Dann in die Werkbank. Dann möchten wir herstellen Stöcker. So, jetzt haben wir Stöcker. Dann können wir wieder da rein in die Werkbank. Und dann können wir als erstes... Achso, das ist ja vollautomatisch. Das ist ja voll billig. Ich dachte, da muss man jetzt alles immer so... Hieroglyphen alles lernen. Hier, ich brauche ja nur draufdrücken. Was willst du haben? Schwert, kein Problem. Hier. Willst du noch was? Ja. Ich möchte gerne Axt. Fertig. So. Dann, was fehlt uns? Stöcker. So. Wir haben ja noch genug Holz gesammelt. Machen wir nochmal 4 Stöcker. Was können wir noch wählen? Was brauchen wir noch? Eine Axt. Eine Axt. Oh, ich habe wieder einen Erfolg gekriegt. Zu den Waffen. So, dann Axt. Was? Axt? Was soll ich Axt? Warte mal. Spitzhacke. Spitzhacke. So, jetzt haben wir das Equipment. Jetzt steht hier, bau dir eine Pennerhütte. So, wir bauen jetzt eine Pennerhütte. Dafür benötigen wir als erstes Glück auf. Okay. Stell aus Holz und Stöcken eine Spitzhacke her. Haben wir das auch erledigt? Oh, ich kriege heute nur noch Erfolge, ne? So, okay. Wir haben Erde ohne Ende und wir bauen jetzt als erstes die Erde ab. Wir brauchen jetzt Klötze ohne Ende. Damit wir jetzt einmal unsere abgelutschte Hütte bauen, damit wir sicher sind vor den Monstern. Ah, ich habe gerade gesehen, wir können auch die Erde abbauen. Ah, hätte ich ja vorher machen müssen. Einfach nur mit dem Block, hier so mit den Händen. Also die Erde ist das Leichteste. Dann brauche ich nicht die Spitzhacke kaputt zu machen. Die ist jetzt schon einigermaßen kaputt. Egal, ich baue mir gleich eine neue. Also weiter Erde abbauen. So, wir haben jetzt genug Erde, 64 Stück bekommt man in einen, was soll ich dazu sagen, Slot, ne? Jetzt bauen wir eine ganz schlichte Behausung. Ich gehe jetzt hier mal einmal zum See. Oder dann ist es so weit wieder bis zum Wald. Ach, ich baue jetzt hier einfach. So, einmal quadratisch praktisch gut. Bauen wir jetzt einfach eine ganz normale Hütte. So, das lassen wir jetzt hier als Tür. Dann einmal so. Machen wir das noch ein bisschen schickele. So, dann kommt hier die nächste Schicht oben drauf. Ich entscheide mich jetzt einmal für 3 Blöcke. So, letzter Stein und dann haben wir einmal die Wände fertig. Jetzt können wir natürlich auch Holz nehmen und dann hier ein vernünftiges Dach bauen. Aber, wie ich schon sagte, das brauchen wir nicht. Wir brauchen erst eine ganz simple Behausung. Das heißt, ich mache das Dach auch mit Erde. So. Der letzte Stein. Ah, da hinten ist er noch. Warte, den baue ich jetzt ab.
So, hat genau gereicht. 64 und 4 Erde. So, wir haben jetzt unsere simple popelige Hütte fertig. Jetzt machen wir noch hier einmal ein Fenster, damit wir auch sehen, wenn die Monster kommen. So, die kommen ja hier nicht durch. So, das nächste, was wir bauen müssen, ist jetzt eine Tür. Ach so, ich habe vergessen, die Werkbank mitzunehmen. Daran müssen wir auch immer denken. Wo ist sie? Ah, da. Oh, ich habe gedacht, jetzt habe ich die Werkbank verschlödelt. So, Werkbank einfach kaputt machen. Und dann mitnehmen. So, die nehmen wir jetzt natürlich erstmal in unsere bescheidene Behausung. Ey, was ist hier los? Hier will schon jemand einziehen oder was? So, hier einmal die Werkbank. Was war das denn jetzt? Wegen der Blume? Really? So, okay, Blume weg und jetzt kommt die Werkbank hin. Dann gucken wir mal nach einer Tür. Dafür brauchen wir Bretter. Oh, Bretter haben wir nicht mehr. Wir brauchen erstmal wieder Holz. So, dann erstmal wieder in den Wald. Einmal wieder Holz hacken. Dann ins Menü. Dann Bretter herstellen. Dann gehen wir zur Werkbank. Jetzt müssen wir natürlich eine Tür bauen, weil wenn es Nacht ist, brauchen wir natürlich auch noch ein Bett und eine Tür. So, wir gehen jetzt einmal zur Werkbank. Dann machen wir jetzt einmal wieder aus unserem Baumstamm Bretter. So, ich mache jetzt komplett alles Bretter. 21 Stück, okay. Dann können wir jetzt einmal eine Tür herstellen. Warum macht der denn automatisch 3 Stück? Okay, wir haben 3 Türen. Dann machen wir jetzt einmal die Tür hier hin. Warte mal, die mache ich einmal vorne ein bisschen hin, damit es ein bisschen Design ist, ne? So. Die Tür ist drinne, da sind wir schon mal safe. Jetzt gehen wir nochmal zur Werkbank. Denn wir können auch jetzt einmal Falltüren herstellen. Machen wir einmal 3 Stück. Ah, 4 Stück hat er jetzt gemacht. Denn dann machen wir jetzt hier noch die Fenster zu. Weil es gibt ja nachts auch noch Skelette und die können dann einmal hier durchschießen. Ja, schlau, ne? So, dann was können wir noch herstellen? Kann ich jetzt auch so eine Truhe herstellen? Nee, da kann ich nicht. Warte mal, was brauchen wir dafür? Bretter. Okay, dann einmal Bretter. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Schnell Bretter noch sammeln. Einmal hier Baumstämme, dann können wir noch eben schnell eine Truhe basteln. So, mal hier. 2 Stück. Achso, warum nehme ich denn nicht hier die Axt? So, das geht ein bisschen schneller. So, dann schnell wieder zur Werkbank. So, dann haben wir jetzt hier wieder drauf, Bretter herstellen und dann können wir jetzt, ah hier, eine Truhe. So, Truhe hergestellt, die bauen wir jetzt einmal hier in die Ecke. Dann tun wir alles rein in die Truhe, was wir nicht brauchen. Hier zum Beispiel die 2 Türen. Dann hier einmal die Falltür. So, das andere lasse ich erstmal so. Jetzt nehmen wir ein Schwert und wir brauchen jetzt einmal Schafswolle. So, auf der Suche nach Wolle können wir natürlich auch hier ein paar Schweine erledigen. Dann haben wir auch noch ein bisschen Fleisch, wenn wir gleich Hunger kriegen. Ja, jetzt ist die Frage. Alter, es wird schon dunkel. Ich brauche Dings. Ich brauche Schaf. Wo ist Schaf? Da ist Schaf. Ein Schaf. Da ist Schaf. Braun. Aber das ist nur eins. Ich brauche mehrere. So, okay, ich habe jetzt ein Schaf gekriegt. Alles sehe ich hier, aber nicht Schaf. Oh, da ist Wolle. Oh, da hinten ist Wolle. Ich glaube, da war wieder ein Wolf, der hat sich das Schaf geholt. Jetzt haben wir hier Wolle, das ist dann weiße Wolle. Ich habe braune Wolle, weiße Wolle. Toll. Weil wir brauchen auch die gleiche Farbe immer jeweils. So, das nächste Schaf. Jetzt haben wir zweimal weiß. Haben wir jetzt noch ein Schaf? Ich brauche dreimal die gleiche Wolle. Oder wir müssen das einfärben. So, dreimal Wolle. Jetzt brauche ich aber Blumen. Warte mal, ich nehme jetzt hier die Blumen mit. Ob man die dann einfärben kann. Ich habe das gerade gesehen, man konnte mit Blumen Farbe herstellen. Warte mal, hier nehme ich jetzt nochmal ein paar Blumen mit. Irgendwas, für irgendwas braucht man die doch. Denn die Wolle kann man einfärben. Ich habe gerade gesehen, mit so weißen Blümchen kann man die grau machen. Wir testen das jetzt mal, ob wir damit jetzt mit der Farbe, ob damit man Farbe herstellen kann. An meiner Behausung und jetzt werden wir mal gucken, was wir jetzt hier mit dem Blumen machen können. Ah, seht ihr? Ich hab's drauf, ohne Scheiß. Mit dem Blumen kann man das nämlich färben. Okay, eine Blume, eine Farbe oder was? 5 Farben machen wir jetzt, okay.
Und das bedeutet, wir können jetzt einmal die Wolle einfärben. Jetzt haben wir hier, seht ihr ja, wir haben ja die Farbe hier ausgerüstet. Da. Und wir haben jetzt hier die Wolle und dann kann er sofort direkt sagen, hey, willst du dreimal rot? Und ich dachte, ja klar. So, dreimal rot. Dann haben wir sofort die Möglichkeit, weil wir ja auch noch Bretter besitzen, ein Bett zu bauen. Seht ihr ja? Dreimal Wolle, dreimal Bretter, ein Bett. So, das Bett bauen wir jetzt hier hin. Es wird langsam dunkel. Die Zombies kommen gleich. So, das Bett. So, fertig ist das Bett. Jetzt haben wir unsere Notunterkunft fertig. So, jetzt warten wir mal drauf. Wenn es dunkel ist, können wir hier schlafen gehen. Weil nachts kommen ja die ganzen gefährlichen Tiere. Und dann können wir, kann man sagen, diese... Oh, da kommt der Zombie. Schnell weg. Weil wenn er in der Nähe ist, kann man nicht ins Bett gehen. So, warte, schnell im Bett. Nein, er ist in der Nähe. Verpiss dich. Verpiss dich. Wenn die in der Nähe sind, seht ihr ja, kann man nicht schlafen. Oh Mann, ich habe den auch jetzt hier hingelockt. Jetzt muss ich warten, bis er sich verpisselt. Nein, solange der nicht... Oh, er haut ab. So, schnell im Bett. Und ihr macht schön schlafi, schlafi. Kein Aufstehen, schön schlafen. Zack, der nächste Morgen. Oh, ich höre jetzt gerade die Zombies, wie sie verbrennen. Wir gehen mal raus. Und sie verkokeln. Das dauert noch ein bisschen. Schnell rein. Tür zu. Tada. Und wir haben den ersten Tag überstanden. Das war die erste Folge. Wie baue ich aus? Holz, Werkzeug. Wie baue ich eine Notunterkunft mit Bett? Und gleich kommt Tag 2. Denn wir brauchen auch besseres Material. Und besseres Material bedeutet natürlich auch besseres Werkzeug.